Der Falter und Investigativjournalist Florian Klenk war vergangene Woche zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion unter dem Titel Facts und Fake, wie die Rückkehr der Parteipropaganda den Journalismus und die Demokratie gefährdet, im vollbesetzten Bad Ischler Lehertheater zu Gast. Florian Klenk ist Jurist, Journalist und Autor. Seit 2012 ist er Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Diese Veranstaltung war der Start der neuen Reihe Redmer im Kino. Ja, Sie sind heute in Bad Ischler und waren heute bereits in der Kaiservilla. Wie war denn Ihr erster Eindruck von Bad Ischler und natürlich auch von der Kaiservilla? Ich war tatsächlich das erste Mal so richtig in Bad Ischler. Die Kaiservilla fand ich wunderbar, weil dort unglaublich viel Propaganda getrieben wurde. Wir haben die Krickerl angeschaut, die da an der Wand hängen, und der Guide hat gesagt, die hat alle der Kaiser Franz Josef geschossen, und ich habe gesagt, ich glaube es nicht. Kannst du da jetzt einen Bericht drüber schreiben würden, wie wird der ausschauen? Wie würden Sie die Kaiservilla darstellen? Die Habsburger behaupten, dass der Kaiser so viele Gemsen geschossen hat, aber das müssen wir mal recherchieren, ob sich das ausgeht. Weil irgendwo ist ein Gedenkstein gewesen, dass er 2000 Gemsen selbst erschossen hat. Das kann sich nicht ausgehen. Ich habe mir das durchgeschätzt. Das geht nicht. Ja. Was mich auch fasziniert hat, ist, dass er ganz kleine, so kleine Vogeln erlegt hat. Da gibt es also ein ganz kleines ausgeschopftes Vogel, irgendeine Bachstelze oder irgendein Strandläufer. Und da steht drinnen, erlegt von seiner Majestät, dem Kaiser, in Laxenburg. Und das hat mich sehr berührt, dass der Kaiser des Habsburgerreichs so eine kleine Bachstelze persönlich erlegt, dass sie dann ausgestopft und ausgestellt wird. Okay, und ich durfte sie aber nicht fotografieren, weil das ist verboten. Ja. Mit der Stückzahl, Sie hinterfragen alles, ich habe das mein Leben lang geglaubt, aber jetzt kommen Sie. Ja, da muss man schauen, also ob der Kaiser wirklich 2000 Gemsen selber erschossen hat, oder ob es nicht vielleicht ganz andere Leute waren. Was mich auch sehr bewegt hat, war ein Bild von, da sind die so zu so Bauern gegangen und haben die Pferde beschlagnahmt. Und ich habe gelernt, dass die Habsburger bei den Bauern Pferde beschlagnahmen durften für den Krieg. Das hat mich auch sehr verwundert, dass man so eine schöne Villa hat und das Schloss in Schönbrunn, und dann geht man zu den Bauern und nimmt ihnen die Pferde weg. Also man könnte diese Führung ein bisschen sozialkritischer gestalten. Ne? Ist es genau das, was einen guten Journalisten ausmacht, so wie Sie jetzt gerade sagen, alles hinterfragen, alles von zwei Seiten sehen? Naja, sagen wir mal so, zumindest nicht alles glauben, was man einem erzählt. Einmal aufs Erste. Ne? Da mal einen gewissen Schritt zurückgehen und selber reflektieren. Und ein guter Reporter, sagt der Klaus Gatterer, das war ein berühmter Sozialreporter, hat gesagt, eine Reportage ist reflektierte Beobachtung. Also nicht einfach nur dastehen und sagen, was ich sehe, sondern es auch reflektieren. Genau, und das wird es auch heute Abend hier gehen im Lehertheater, glaube ich, oder? Es sind genau diese Themen sozusagen, ja nicht alles glauben. Bei mir geht es heute darum, dass sich in den letzten 25 Jahren in der Medienwelt der Journalismus so radikal verändern musste oder auch verändert hat, und auch der Medienkonsum von uns so radikal verändert hat, dass wir das eigentlich noch nicht begriffen haben, was das für die Demokratie bedeutet und was eigentlich die Parteien mit uns gerade machen und Politiker mit uns machen. Und ich werde die Zuschauerinnen und Zuschauer hier in einen Dornröschenschlaf wiegen, und wir werden 1991 einschlafen und die nächsten 27, 28 Jahre hier durchträumen und dann aufwachen und schauen, was sich verändert hat. Gut oder schlecht? Beides. Ja. Es gibt sehr, sehr alarmierende Zustände, die einem Angst machen müssen. Ich bin aber eigentlich immer ein Optimist. Ich glaube, es wird alles ein bisschen besser. Aber man muss verstehen, was wir da eigentlich gerade konsumieren, wenn wir unsere Bildschirme anschauen. Warum sind Sie eigentlich Journalist geworden? Was waren da die Beweggründe? Weil ich eine neugierige Nase bin, weil ich immer gern geschrieben habe, weil ich immer gerne Dinge veröffentlicht habe. Ja, mich haben einerseits Ungerechtigkeiten interessiert, aber mich hat auch sozusagen die Gesellschaft interessiert. Schon sehr früh bin ich als Jusstudent aufs Gericht gegangen, habe mir Gerichtsverhandlungen angeschaut, wenn ich eine Reise gemacht habe, gerne Reisereportagen geschrieben. Mich hat einfach fasziniert, die Gesellschaft zu beschreiben und der Gesellschaft etwas über die Gesellschaft zu erzählen. Das Thema HC Strache ist natürlich auch in groß, das müssen wir natürlich kurz ansprechen. Das Video existierte so lange, Sie wussten davon, warum ist das nicht veröffentlicht worden? Naja, weil ich es nicht hatte. Ne? Also ich wusste seit einem Jahr, dass es angeblich so ein Video gibt. Ja. Ja, ich wusste auch ungefähr seit einem Jahr von jemandem, der das Video gesehen hat, was darauf zu sehen ist. Und diese Person hat auch gesagt, dass das, was man dort sieht, zum Sturz der Regierung führen wird, dass das keine Regierung überstehen kann. Aber ich hatte das Video nicht. Wenn ich das Video gehabt hätte, hätte ich es natürlich sofort veröffentlicht. Ja. Ich habe das Video genau eine Woche, bevor es veröffentlicht wurde, gesehen. Ich konnte es anschauen. Als einzige österreichische Zeitung konnte der Falter da zumindest ein paar Tage mitrecherchieren.
Und in dem Moment, wo es sozusagen klar war, dass es keine Fälschung ist, dass es nicht manipuliert ist, dass es wirklich Strache und Gürtenis ist, die da sind und der russischen Oligarchen nicht auf die Fußnägel schauen, haben wir es veröffentlicht. Genau, in diesem Fall sieht man auch wieder, dass sich die Medien, die berichten, natürlich immer wieder mehr links oder rechts positionieren. Was würden Sie dazu sagen? Ist das, ja, wie? Ich weiß nicht, ob sich die Medien links und rechts positioniert haben. Ich glaube, dass wir gerade in dieser Geschichte eigentlich sehr präzise berichtet haben. Also da ging es eigentlich sehr, sehr stark um Fakten. Ja, was hat er dort gesagt, was hat er da gemeint, wer sind die Leute? Also gerade in der Strache-Geschichte, finde ich, war eigentlich keine politische Färbung zu erkennen. Ja, also die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel haben das eigentlich sehr sauber recherchiert. Der Falter hat auch versucht, hier sozusagen einfach mal zu rekonstruieren, was passiert ist. Also wenn es um die Recherche von Fakten geht, haben alle Journalisten ihre ideologische Brille abzulegen. Ja? Also ich mag überhaupt keine Parteigänger in Zeitungen. Das halte ich für einen Fehler. Dass Journalisten und Journalistinnen gesellschaftspolitisch eine Position haben, dass sie für gewisse Dinge eintreten, für, ich weiß nicht, Humanismus im Strafvollzug und für Antikorruption und für von mir aus Umweltschutz, das kann man keinem Menschen zum Vorwurf machen. Man muss es sich nur bewusst machen und man muss im Sammeln der Fakten und im Darstellen der Fakten wie ein Chirurg präzise sein. Ja? Zu sagen, wir sind alle nur Mikrofonständer und haben keinen gesellschaftsfindlichen Standpunkt, das ist absurd. Ja? Natürlich haben sich Journalistinnen und Journalisten immer für Dinge eingesetzt. Ja? Wir können zurückgehen bis zum, weiß nicht, Viktor Adler, der eine Reportage geschrieben hat über die Ziegelarbeiter am Wienerberg, der sich eingeschlichen hat als Arzt. Na, warum hat er das getan? Damit sich die elenden Arbeitsverhältnisse der Ziegelbäume verändern. Ja? Und wir können Sozialreportagen lesen über Bergbauernfamilien, aus dem 19. Jahrhundert, na, warum sind die geschrieben worden, damit sich die Bedingungen der Bauern ändern? Also die Leute haben das ja nicht wertneutral gemacht. Aber die Beschreibung dessen, was man sieht, das Aufschreiben, das muss wahrheitsgetreu sein oder es muss zumindest die beste verfügbare Wahrheit sein. Ja? Mhm. The best obtainable version of the truth, sagen die Watergate-Aufdecker. Es wird natürlich noch viele weitere Fragen geben. Wir müssen jetzt leider das Interview beenden, weil draußen schon das Publikum gespannt wartet, natürlich auf Ihren Auftritt. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön, danke.